Wir stehen hier vor einem Werk von Günter Brus. Günter Brus hat sehr, sehr starke Beziehung zur Stadt Weiz. Er ist Ehrenringträger der Stadt Weiz. Und was wir hier sehen, ist eine Fotografie des Künstlers aus den 60er Jahren. Es stammt aus einer Performance. Günter Brus war in den 60er Jahren berühmt für seine Performance und er war ein radikaler Aktionskünstler. Was man hier sieht, ist nichts anderes als das, dass der Künstler oder die Künstlerin den traditionellen Weg der Kunst verlässt und nicht mehr auf einer Leinwand malt, sondern den eigenen Körper als Grundlage für die Kunst verwendet. Günter Brus hat damals seinen eigenen Körper verwendet und er hat diesen Körper verstümmelt. Man sieht da das Porträt des Künstlers. In der Mitte des Gesichtes sieht man einen Schnitt und rechts davon ist ein Messer zu sehen und man kann annehmen, dass dieser Schnitt von diesem Messer verursacht worden ist. Die Fotografie erinnert an eine Totenmaske. Es dominieren die Grautöne und das ganze Bild hat einerseits etwas Bedrohliches, auf der anderen Seite ist es für mich auch ambivalent, weil es auch etwas zeigt, wenn man das Gesicht näher anschaut. Da hat der Künstler die Augen geschlossen und es schaut so aus, als ob der Künstler durch die geschlossenen Augen sehr konzentriert ist. Und aus dieser Konzentration kann Ruhe und Kraft erwachsen. Wie gesagt, Günter Brus hat das dann bis zum Exzess betrieben und er musste dann aufhören mit diesen Selbstverstümmelungen, weil er natürlich ab einem gewissen Grad